Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Und es beginnt auch sogleich zum Regnen, zu regnen. Und wir verfolgen heute weiter die Free Road. Ja. Wo ist eigentlich wieder Hancock? Ach, da geht er ja. Ich hoffe, dass er uns folgen wird. Wir werden auch hier nochmal kurz reinschauen. Denn da haben wir im letzten Part ein paar Raider besiegt. Und da ist, glaube ich, irgendwo so ein Scharfschützen gelumpert. Oder auch nicht. Doch hier. Bam. Perfekt. Und wir nehmen, wie gesagt, auch alles brav mit auch. So wie es sich eben gehört. Gut, der PC hat es wieder überstanden. Aha, Lift und so. Müssen wir da? Mal schauen, was es dann da oben gibt. Ups. Ich habe aus Versehen Hancock eingeklemmt. Schöne Musik. Mhm. Okay. Ich glaube nicht, dass das hier noch, also dass das hier wichtig sein könnte. Oder vielleicht doch und ich weiß es nur nicht. Mhm. Schauen wir mal, ne? Ein bisschen Zeit haben wir noch in diesem Part. Yeah. Jawohl. Und Tür aufschließen, bitte. Wahrscheinlich kommt mir jetzt eine Todeskralle entgegen. Alter. Oh, was haben wir denn da? Spielzeugraketen. Tja. Einen super tollen Safe. Na, nicht ganz richtig noch. Na, dann so, ja. Alter, klumpert. Yeah. So, und alles nehmen wir damit. Auch hier. Na, so. Jawohl. Sehr schön. Hm. Das Gewehr ist jetzt ein bisschen besser als unseres. Voll fies, ey. Hätte ich mir das ganze Material jetzt sparen können. Naja. So, die Hidden. Macht ja nichts. Gibt Schlimmeres auf der Welt. Da bin ich mir absolut sicher. Also, wir gehen jetzt weiter unseren Weg. Hoffentlich. Da hatte wohl bei diesem Raum jemand versucht, seine Notgroschen zu sichern. Für schlechte Zeiten. Und hat sie scheinbar dann nicht genutzt. Wow. Um Gottes Willen. Das war so geplant. Glaube ich. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, ich glaube da vorne, ha? Ja, kenn mich aus. Da vorne, natürlich, da komme ich nicht rein, aber normalerweise hier irgendwo. Fliege!
böse Fliege. Stirb. Kackviech. Jawohl. Möchtest du irgendwann wie ein Weihnachtsbaum? Hancock, du schaust da irgendwie komisch aus. Toll, schön radioaktiv, alles. Wow, ich habe ganz schön aufs Goschel gekriegt. Da drüben ist sie verreckt. Unfassbar. So, ich hoffte, dass ich da wieder zurück darf. Was? Wohnen? Da drüben. Bleib mal stehen. Super geht das. Jawohl. Noch so ein Kerl? Verdammt. Ich glaube, ich muss mich dann boarden. Weil ich überhaupt keinen Plan mehr habe, wo wir hier jetzt sind. Oh doch, hier ist was. Hier ist was. Was? Alter, hört's auf mit den Schmähs. Ich muss ja noch schauen, ob es da nicht irgendwo einen Hinweis gibt. Jetzt habe ich vergessen nachzuschauen, was hier so leckt die ganze Zeit. War ich hier? Achso, jetzt bin ich wieder da, na großartig. Naja, irgendwie ist es eh. Hat es eh gepasst. Jetzt bin ich wahrscheinlich im Kreis gelaufen, ne? Weil das hätte hier schon gepasst. Ja, ja, das hätte schon gepasst so. Großartig. Also da geradeaus. Und jetzt. Und jetzt. Wohin? Aha, darüber. Was haben wir da? U-Bahn-Station, okay. So, und jetzt? Aha. Da lang. Warte, Deichsel. Hier um die Ecke. Wah, Schild. Einen Moment bitte. Entschuldigung, da musste ich mal ganz kurz husten. Niemand! Hundi! Da ist Hundi! Fieses, böses Hundi! Ich esse mal was. Nix essen. Hundi erschießen. War das das letzte Hundi? Ich hoffe doch sehr. So, das gehen wir alles looten. Ist da auch was krepiert? Schon, aber nichts, das man looten könnte. Bäh, ekelhaft. So. Dam, didel, dadel, didel, dam. Ach so, da hätten wir können diese Einträge lesen, ne? Dieses Gebäude wurde 1680 erbaut und ist damit das älteste Gebäude in Boston. 1770 kaufte der bekannte Patriot Paul Reeves, River. Wahrscheinlich so, ne? River ist auch falsch. Oder? Dieses Haus. Er lebte dort bis 1800. Mit seiner Familie, einschließlich seinen 16 Kindern. Ja, bester gescheit. Da kann man wieder sagen, reicher Kindersegen, ne? Sein berühmter nächtlicher Ritt nach Lexington und Concord fällt also auch in diese Zeit. Er wollte Samuel Adams und John Hancock warnen, dass Rotröcke auf dem Weg sind. Moment, unser Hancock? Ne, oder? Na, das kann nicht sein. Um sie zu verhaften und die Waffen der Miliz zu konfiszieren.
Nee, das ist sicher nicht unser Hancock, oder? Oder doch? Das wäre ein Ding. Gut. Na. Dann gehen wir weiter. Wo ist sie denn? Ah, schau mal. Wow. Als nächstes 8D. 8D. Okay. Dann geht's weiter. Hier lang. Da lang. Darüber. Ich lade die Waffe. Hier rüber. Und ich sollte was essen. Irgendwas. Was haben wir denn noch selbst gekocht, das Glumpertwerk? Ach, ja je. Eichhörnchen im Stiel. Stimmt. Das sollte eigentlich hier sein. So. Gut. Hübsches Pferdchen. Oh. Okay. Ah, da haben wir noch was. 1R. 1R. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Okay. Resident Evil. Dann machen wir mal auf, ne? Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchstaben. Hammer. Suche nach der Railroad. Ach, da sind wir richtig? Oh. Oh. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, yeah, her mit den Fetzen. Moment. Ja, schon besser, ne? La 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 la. Da geht auch nichts. Nope. Gesund sind wir einigermaßen wieder. Ja, schauen, dass hier nicht irgendwo eine Falle ist. Servus. Schau wieder aus, weil ich der feige Nudel. So, wo ist der nächste? Da. Was hast denn du für ein Lein? Bam. So, den schauen wir gleich aus. Schön, eine Lampe. Der Weg der Lampe. Lebt er noch? Nö. Und du? Nö. Na, alles gut. Ja, da sind viele Ghule gestorben. Das waren aber nicht wir. So, gut, und jetzt? Aha, wah, da liegt ja auch einer. Da hatte jemand schon seinen Spaß hier. Ja, das war klar. Noch so ein Mistkerl? Mhm, ein finsteres Loch nach dem anderen. Eine Schüssel. Mhm. Wahrscheinlich für Spendengelder oder so. Das erinnert mir gerade voll an Resident Evil. Aha, da geht's zum Turm rauf. Hm? Ich will unten ein bisschen schauen. Oder besser gesagt hier rauf. Ja, da schauen wir, was da liegt. Ein Wort liegt da. Ein Mais. Die ist wieder unglücklich gestorben. Das kommt davon, wenn man zu viel Rückengymnastik macht. Moment, da drüben ist auch eine Tür. Ah, da schau mal. Das hätte ich jetzt super übersehen. Aha, da geht's runter. Dann schau mal runter, ne? Bist du ein böser Ghoul? Nein, ein toter Ghoul. Also ein guter Ghoul. Das hier ist dann auch schon wieder alles, oder wie? Jupp. Na schön. Ach so, da geht's noch.
Oh. Sicherheitshalber. Wo geht's denn da lang? Ich hätte, glaube ich, zuerst zum Turm rauf sollen. Da drüben. Die schickste Gruft in Boston. Großartig. Sehr schick. Jetzt wird's das Weg. Ich setz mal hin. Das gibt's ja nicht. Stipp weg. Ist nicht schlecht. Unfassbar, frecht einfach nicht. Endlos Lasergewehr. Was? Aha. Aha. Da ist eine Kiste. Schön. Ach, die acht Gruften, ne? Aha, da rührt sich wieder was. Ah, okay. Den habe ich jetzt zu sehr zerteilt. Ups. Sorry. Was war? Hm? Da hat sich bestimmt was bewegt. Ja, das fürchte ich auch. Ah, da. Oh, hoppla. Einfach mal ins Bein geschossen und instant tot. Ja, schlagartig verblutet, ne? Ah, ach so. Ach so, die Lampe. Aha, das ist ein... Aha, ja. Ein Knopf drücken. Dann drücken wir mal. Ist da eine Bombe? Das war also falsch. Aha. Aber was ist das? Ring gegen den Uhrzeiger drehen. Oh, nein. Mit E, Entschuldigung. Hm. Dreht sich. Aha. Okay. Was könnten denn jetzt die Buchstaben eigentlich bedeuten? Ob vielleicht die Zahl, die vor dem Buchstaben steht, für den Platz steht, an welcher Stelle der Buchstabe im Wort oder im, ja, oder so stehen soll. Das wäre dann doch ein recht einfacheres Rätsel eigentlich, ne? Dann müsste das R der erste sein. Dann hätten wir ein A. Dann ein E. Ein L, dann ein R, ein O, nochmal ein A und ein weiches D. Railroad müsste es dann heißen. Railroad. Jetzt ist die Frage, wie drehen wir... Ah, so. Müssen wir das ganze Graffel dann so lange drehen, bis wir ein R haben vielleicht? So, warte mal. Ist das jetzt ein R? Eigentlich ein E, oder? Probieren wir es einfach mal. Na, nicht so. Ich tue mal die Buffen weg. Stimmt das jetzt? Okay, probieren wir es mal. Sie sagt nicht, dass es falsch ist. Dann hätten wir da ein A. Oder ist der rote Zeiger... Ah nein, das ist der Knopf. Ach so. Ach so, ich habe jetzt mich auf dem hier, auf den da. Sind das zwei Knöpfe? Nö, oder? Dann müsste das so sein. Ja. Dann müssten wir wieder einmal so. Nein. So. So. Dann wieder so.
Dann zurück. Rail. Da bräuchten wir ein... Fängt also mit R an. Ach so, okay. Toll, da habe ich jetzt das umsonst gemacht. Toll, super. Wurscht, nein, falsch. Daran. Darüber. So, dann so. Dann so. Dann so. Dann so. Dann brauchen wir ein O. Dann wieder ein A. Und wieder ein D. Naja, wieder. Diesmal ein weiches. Stimmt dir das? Na also. Boah, cool. Cool. Aber ich bin jetzt da am Überlegen. Ich laufe jetzt trotzdem nochmal zurück. Natürlich mit Speichern. So, wichtig. Für den Fall der Fälle, dass ich wieder was verhauen tue. Was mir nie passiert. Ich will den Turm noch... den Turm noch schnell erkunden. Nicht hängen bleiben. Ich möchte noch gern den Turm vorher erkunden. Der da oben sein tut. Ich hoffe nur, dass das jetzt kein... allzu großer Schuss in den Ofen ist. Kann ich hier eigentlich rauf? Ja schon, ne? Muss ich ja. So, wo war der jetzt schnell? Dann... Hä? Der war doch irgendwo hier, oder? Nein, ich wollte hüpfen. War der dann da? Ah, da war er irgendwo. Entschuldigung. Oder? Bin jetzt blöd. Wo ging's denn jetzt rauf zum Turm? Ich dachte, da musste ich hier rauf. Ach, darauf. Mann, ich bin doof. Ja, ich weiß, ich bin doof. Ich hätte mir den gleich anschauen sollen, ich Depp. Ach ja. Na los, na los. Drei Jahre später. Na los, na los. Boah, der lädt aber schön lange. Ah, und es regnet wieder. Durchs Dach durch. Ist logisch. So weh, es gibt jetzt hier nichts Besonderes. Wenigstens einen Haufen Kronkorken haben wir schon mal. Haarklammerbox ist auch nicht schlecht. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Mit einer hübschen Aussicht werden wir noch belohnt. Schön. Dann wieder runter. So. Supi. Wo sind wir da? Hallo, ich sehe nichts. Sag jetzt nicht, das ist ein Bug. Hancock, wo sind wir da? Ich sehe gar nichts. Jetzt sehe ich was. Da, warum ist es auf einmal so dunkel? Frechheit. Wahrscheinlich war es immer so dunkel, nur hatte ich das Licht an. So. Jetzt ein bisschen mit Sprint. So. Und
ab durch die Mitte. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Hä? Da. Nein. Wie? Wo jetzt? Da lang. Da lang. Horuk. Und wir sind schon da. Supi. Gibt's hier irgendwas? Oh, was ist das? Aha. Was? Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Ja. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Ja. Wer zum Teufel bist du? Ich bin die Alex. Und wer seid ihr? Ja, wer bist du? Ich bin ein Plünderer, nicht dein Feind. Runter mit den Waffen. Wer bist Warum du? Warum verratet ihr mir nicht zuerst, wer ihr seid? In einer Welt voller Misstrauen, yeah. Verrat und Jägern sind wir die einzigen Freunde der Synths. Wir sind die Railroad. Also, beantworte meine Frage. Ja, ich bin ein Plünderer. Auf keinen Fall runter mit den Waffen. Nicht dein Feind, Jupp. Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Etwas ausdenken, na. Quelle schützen, Dr. Amari. Nicht antworten. Quelle schützen. Ich möchte niemanden in Schwierigkeiten bringen. Das werden wir herausfinden. So oder so. Letzte Frage. Warum bist du hier? Runner-Chip entschlüsseln. Will euch etwas verraten. Ganze Geschichte. Zur Sache kommen. Ich würde sagen, ganze Geschichte. Ich habe einen Runner bei Greentech Genetics aufgespürt und getötet. Jetzt brauche ich Hilfe dabei, den Code seines Runner-Chips zu knacken. Was? Darüber macht man keine Witze. Ich wusste nicht, dass wir eine Party feiern. Warum bin ich nicht eingeladen? Oh, ihr habt den Runner-Killer eingeladen. Nett. Deacon, wie immer zu spät. Dieser Eindringling hat tatsächlich einen Runner getötet. Eigenhändig. Mhm. Das wäre sogar für Glory eine reife Leistung. Sondermeldung, Boss. Die Dame hier ist eine ziemlich große Nummer. Wenn du mit dem Verhör fertig bist, solltest du dieser Runner-Killer-Maschine ein wenig Respekt zollen. Nur so ein Gedanke. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Jeder, der einen Runner tötet, gehört für mich zu den Guten. Ich bin Desdemona, die Anführerin der Railroad. Hübscher Name. Was ist die Railroad? Sarkastisch, diplomatisch, um Hilfe bitten. Ja, fragen wir blöd weiter, oder? Wer seid ihr Leute eigentlich genau? In einer Welt voller Misstrauen, Verrat und Jäger sind wir die einzigen Freunde der Synths. Des, wir müssen sie reinlassen. Sie hat einen intakten Runner-Chip, verdammt nochmal. Das verstößt gegen unsere Sicherheitsprotokolle. Zum Teufel mit denen. Sie hat einen Runner getötet. Nie im Leben arbeitet die für das Institut. Wir lassen dich in unser Hauptquartier. Du bist der erste Außenseiter, dem dieses Privileg je zuteil wurde. Wir besprechen das mit deinem Chip, sobald du drin bist. Cool. Ha, yeah. So. Keine faulen Tricks. Und, hast du Spaß? Du bist ein netter Kerl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sehr locker. Red mit dem Boss. Ach, du Heilige. Wolltest du mich damit erschießen, alte Schachtel? Blöde Kuh. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder? Hehe. Süpi. Einen Runner-Chip zu entschlüsseln ist eine heikle Angelegenheit. Da können tausend Sachen schiefgehen. Datenverlust ist da noch das geringste Übel. Zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job. Okay. Servus, Gruftis. Wortwörtlich. Na, servus. Brauchst du was? Tom, unser Gast hier hat einen Runner-Chip. Was? Echt jetzt? Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, also das läuft so. Tom beschafft dir den Code, aber danach gehört der Runner-Chip uns. Was? Das geht nicht. Ich brauche ihn. Runner-Chip.
Ich weiß nicht. Nehmt den Chip, gehört mir. Ja, in dem Fall wirklich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich könnte den Chip später noch brauchen. Das hier ist keine Verhandlung. Stimmt zu oder lass es. Für jeden anderen im Commonwealth hast du da Schrott im Wert von 2 Kronkorken. Wir wissen, was diese Daten wert sind. Aber wir arbeiten nicht umsonst. Komm wieder zu mir, wenn du es dir anders überlegst. Du musst vorsichtig sein. Ach dann. Das Institut ist überall. Der schaut wieder aus wie so ein Aliensuchtyp, oder? Na dann. Hast du dich entschieden? Wir entschlüsseln den Runner-Chip für dich. Aber danach gehört er uns. Einverstanden? Na gut, dann nimm ihn halt. In Ordnung. Er gehört euch. Okay. Tom, dann leg mal los. Okay, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich machen. Was soll man machen, ne? Vielleicht können wir uns ja einen eigenen besorgen, wenn wir einen brauchen sollen. Wir sind drin. Haben Zugriff auf den Chip. Bummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst das. Kleiner Speicherfehler. Da sind sie. Verschlüsselungsalgorithmen. Okay. Wir sind noch im Geschäft. Oh Mann. Sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Oh, das wird... Komm schon, Bailey. Führ mich zum Muster. Wo ist es? Moment. Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Oh Mann, das nenne ich Glück. Ich hab dich, du Institutscheißer. Ich hab dich. Löse nach innen auf. Komm schon. Zeig mir die Basiszahl. Komm, Baby. Wir haben's. Wir haben den Code. Ich lade ihn dir auf ein Holoband. Gute Arbeit, Tom. Danke. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben, Des. Mach dich an den Rest des Chips. Und was dich angeht, wenn du wieder mit uns arbeiten willst, lass es mich wissen. Um kristallklar zu sein, wenn du bei der Verwendung der Daten irgendetwas über das Institut erfährst, sagst du es uns zuerst. Ansonsten haben wir ein Problem miteinander. Na super. Ja dann. Wenn wir in Zukunft mehr miteinander zu tun haben, muss ich mir sicher sein, dass wir auf derselben Seite sind. Ja, du weißt, was ein Synth ist, oder? Ja, weiß ich. Wir haben eine ganz nette schon getroffen. Wer liegt hier? Aha, ein Agent. Okay. Was zum Teufel? Aha. Naja. Fisch. Sag Bescheid, wenn wir hier fertig sind. Schießplatz, okay. Ja, ich bin hier fertig. Also, wohin jetzt? Alle Details. Gerüchte gehört. Weiß von ihnen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, alle Details. Ich habe Gerüchte gehört. Was sind sie wirklich? Das Institut hat sie erschaffen. Synthetische Menschen. Größtenteils organisch. Zum Teil Maschine. Ab einem gewissen Punkt waren sie mehr als bloße Konstrukte. Sie denken, fühlen und handeln, genau wie du und ich. Das Institut betrachtet Synths als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Mhm. Wieso tun sie das? Rede weiter. Sklaverei ist falsch. Synths sind Menschen. Menschen, genau. Maschinen. Wieso tun die das? Warum behandelt das Institut sie so? Sie spielen Gott, fuschen an Dingen herum, die sie kaum verstehen. Von oben herab ist es einfach, ihrer Schöpfung jede Menschlichkeit abzuerkennen. Na dann, red weiter. Rede weiter. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Synths handelt. Ja, wieso nicht, wenn sie so nett sind wie das eine Mädel vorhin, ne? Oder denk doch nur mal an Valentine, ne? Die sind ja echt nette Leute. Und ganz ehrlich, unter uns Menschen... Ich meine, wir brauchen uns da jetzt nicht was einbilden. Wir haben ebenso viele schwarze Schafe. Und manchmal, oder auch des Öfteren... Wäre ich dankbar. Ja, jetzt halt mal die Klappe da. Manchmal ist auch tief in uns ein schwarzes Schaf, das wir hier und da auch mal rauslassen. Braucht ihr auch frische Luft, ne? Mehr Details. Kommt drauf an. Ich würde mein Leben riskieren. Würde mein Leben nicht riskieren. Ja, eigentlich schon, für die Mitmenschen. Ich meine, das haben wir schon mehrmals bewiesen, ne? Ich setze mein Leben jeden Tag für Leute aufs Spiel. Mir ist es egal, ob für Menschen oder für Synths. Gut gesagt. Jemanden mit deinen Fähigkeiten und Ansichten würden wir normalerweise rekrutieren.
Aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Danke. Super. Boah, die rennt mal, ne? Die läuft davon. Deacon, das warst doch du, ne? Ich hab dir rein gar nichts zu sagen. Nein. Spionagehandwerk. Wo ist jetzt dieser... Ah, der war draußen, stimmt. Der war da draußen. So. Der stand ja da davor. Da. Supi, perfekt. Haben wir die Railroad jetzt also gefunden. Das ist ja sehr, sehr schön. So. Wow, sind schon da. Super. Her von uns zu Deacon. Komm wieder her, wenn du dich mit uns treffen musst. Wir erwarten dich dann schon. Das ist nett. Verzeih bitte den Empfang. Wenn man mit dem Institut Tango tanzt, muss man vorsichtig sein, wenn neue Partner das Parkett betreten. Ist klar. Vorsichtsmaßnahmen nötig und verbindlich. Verzeihen. Sauer wegen Begrüßung. Na, er hat schon recht, ne? Man muss immer vorsichtig sein. Das ist auch in der heutigen Zeit schon so. Und in, ja, Fallout wird es dein Leben retten. Eure Anführerin war einfach nur vorsichtig. Wenn es euch dabei hilft zu überleben, ganz genau. Hat uns aber irgendwie die Chance auf einen guten ersten Eindruck gekostet. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe für dich gebürgt, niemand wurde erschossen. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns nicht an das Institut verrätst. Danke. Für mich gebürgt? Ernsthaft? Wieso hast du das gemacht? Also verrat es mir. Warum hast du für mich gebürgt? In unserer kleinen Truppe ist es meine Aufgabe, Dinge zu wissen. Und anhand deiner Taten sieht man, dass du was drauf hast, also ein gefährlicher Feind wärst. Und sicher auch ein wertvoller Verbündeter. Mhm. Vertrauen, sarkastisch. Geheim halten, kann nichts versprechen. Aber Vertrauen? Woher das Vertrauen? Glaubst du mir das alles einfach so? Ich weiß nicht, ob wir dir vertrauen können. Aber ich hoffe es. Wir haben gerade eine schwere Krise überstanden und suchen dringend nach neuen Leuten. Wenn alles eitel Sonnenschein wäre, würden wir das Kennenlernspielchen wohl ausdehnen. Aber wir haben diesen Luxus nicht. Hm. Das auch noch brillantes Rote? Das ist alles. Probieren wir es mal. Wirklich? Das ist alles? Du gibst einfach nicht auf. Gut, ich habe eine kurze Liste mit Leuten, die gut zu uns passen würden. Du hast mein Interesse geweckt, also habe ich mich umgehört. Hab meine Hausaufgaben gemacht. Wenn du uns nicht gefunden hättest, hätte ich dich gefunden. Danke, dass du mir den Weg erspart hast. Des möchte, dass ich einen Touristen aus dir mache. So nennen wir Leute, die hier und da aushelfen. Was für eine Verschwendung. Ich sage es ganz einfach frei heraus. Die Railroad braucht dich. Cool. Boah, oder? Das ist ja mal eine Ansage, oder? Ihr braucht mich? Sicher, dass ihr mich braucht? Desdemona war es offenbar egal. Sie denkt einfach nur an die Zeit und die Personalstunden, die sie in deine Ausbildung investieren müsste. Und wenn du ein Vorstadtbauer wärst, der nichts drauf hat, hätte sie auch recht. Aber jede Wette, dass jemand wie du nur ein paar Hinweise und ein Ziel braucht. Bisher hat es ja so hingehauen, ne? Und wenn es geht, auch noch eine Markierung auf der Karte wäre super. Vielleicht, kein Interesse. Vielleicht interessiert. Ich habe keine Ahnung, ob man mehreren Fraktionen angehören darf. Tun wir mal vielleicht. Ich weiß nicht so recht. Ich erkläre dir den Plan und dann entscheidest du dich. Ich habe da einen Auftrag. Zu groß für mich, perfekt für uns beide. Du hilfst mir, alle sind begeistert und Daz lädt dich in unsere Schar ein. Wenn du dann einmal ein Problem hast und Hilfe brauchst, sind deine Freunde von der Railroad für dich da. Also ich meine, wenn das ungefähr und einigermaßen, sag ich jetzt mal, ne, so ist wie bei Skyrim, könnten wir und dürften wir eigentlich alle Fraktionen annehmen. Da passiert nichts. Wir sind dann Freunde bei jedem und bei allen und es ermöglicht uns weitere Quests. Ja? Ich habe den ganzen Tag Zeit. Unsicher Job annehmen, Auftrag ablehnen. Auftrag. Welcher Auftrag? Was für ein Job ist das? Aktuell kann ich dir nur sagen, dass es eine wilde und gefährliche Reise werden wird. Das ist für jemanden wie dich aber wohl nichts Besonderes. Na gut, dann fangen wir es an, ne? Gut, dann bin ich dabei. Perfekto. Treffen wir uns am alten Freeway vor Lexington.
Dort erzähle ich dir genaueres. Wer sagt, dass wir bleiben, bis du Perfekt. Bist. Nur keine Eile. Was? Ich habe gesehen, was du auf dem Weg gemacht hast. Nicht schlecht. Danke. Jetzt hat sie auch ihre schwere Waffe weggetan, ne? Er steht da wie ein Piraten-Captain. Das ist ein Wahnsinn. Echt Hancock. Aber er heißt Hancock. Er heißt genauso wie der eine Typ. Er steht auch so wie ein alter Typ. Hatten die nicht damals auch so eine Kleidung? Ist das wirklich dieser Hancock, von dem wir gerade vorhin gelesen haben? Boah, ey, das wäre echt... Boah, ey, was? Das wäre echt ein Hammer. Na gut. Und der Part ist ja auch wieder zu Ende. Zu Ende, Ende. Wir haben die Free Road. So. Railroad haben wir gefunden. Jetzt kann ich es richtig sagen. Die Railroad haben wir gefunden. Und sogar einen Auftrag an Land gezogen. Ich müsste das Ganze dann echt einmal speichern, ne? Und wirklich mal privat oder so austesten, ob wir wirklich bei allen Fraktionen, die es so gibt, uns beteiligen können. So, ich gehe da mal raus. Ich werde jetzt unser Inventar ausmüllen gehen. Wie gehabt schmeiße ich alles, was geht, in unsere Siedlung rein. Werde zuvor aber noch nach Sanctuary Hills gehen und wir werden im nächsten Part ein bisschen Bauarbeit leisten. Würde ich persönlich vorschlagen, weil wir brauchen Level-Ups. Wir brauchen viele, habe ich schon gesagt, viele. Wir brauchen viele Level-Ups und mit dem Bauen geht es eigentlich recht gut. Bauen, Kochen, das sind so Dinge, da klappt das echt fein. Ohne dass wir jetzt viel Aufwand haben. Weil gemordet haben wir eh schon wie die Wahnsinnigen. Jo. Also dann, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!